Guten Tag, Eurocity 173 nach Prag. Hallo Kollege, heute fährst du den Eurocity 173 nach Prag zwischen Riesa und Dresden mit Halt in Dresden-Neustadt. Dieser wird dir im HUD aber leider nicht angezeigt. Gute Fahrt wünscht der Szenariobauer Tom Fresco. Und das wünsche ich auch. Und ich begrüße euch ganz herzlich hier aus der Strecke Dresden-Riesa vom Bahnhof in Riesa. Haben 5 Minuten bis zur Abfahrt und stehen hier in unserem Vectron der Baureihe 193, Lok 684-8 der tschechischen Staatsbahn, Repaint von meinem guten Freund dem Cat Gaming. Link dazu ist in der Videobeschreibung und entsprechend auch hier die Intercity-Wagen bzw. Eurocity-Wagen der tschechischen Staatsbahn. Wir sind schon mal so ein ähnliches Szenario mit einem Taurus gefahren und diesmal ganz realitätsgetreu mit einem Vectron. Denn die sind auch in Realität hier in diesem Zugverbund unterwegs. Und ja, ich würde sagen, wir steigen ein in die gute Kiste und rüsten einfach mal auf. Hier angekommen, stecken wir einmal hier den Hauptschlüssel rein. Batterie ist schon an. Führer-Bremsventiltrennung einmal auf angeschlossen und Fahrtrichtung vorwärts ausgewählt. Wir stellen einmal das Display hier vorne um. Hier stellen wir mal auf schwarz um. Und hier passt soweit alles. Dann Zuglichter bzw. Zugspitzenlichter. Vorne dreimal weiß und hinten rot. Hervorragend. Das passt soweit. Dann gehen wir noch in die Einstellung und müssen noch den PZB-Modus in O wechseln. Die E-Bremskraft können wir auf 240 kN erhöhen und Bremsart R ist in Ordnung. Zugbeleuchtung aktivieren wir und gehen zurück ins Menü. Hervorragend. Dann geben wir noch die AFB frei. AFB, AFB, AFB. und gehen mal hier auf 40 zunächst und bestätigen. Genau, dann einmal nach hinten gesprungen, schalten wir noch die PZB an und die LZB und sie fallen lassen wir aus. Der Rest passt soweit, Federspeicher ist gelöst. Dann haben wir noch 2 Minuten zur Abfahrt und ich würde gerne ein Foto machen und zwar mit dem allseits bekannten und beliebten Fotomodus, den ich wirklich toll finde, muss ich sagen. Dazu, ich erzähle es gerne immer wieder, weil das immer mal wieder gefragt wird, wie mache ich das genau mit den Fotos? Also hier die Schärfentiefe recht weit runterstellen, ranzoomen, also das Sichtfeld verkleinern, wenn man es so möchte. Nochmal neu justieren, dann setzen wir den Fokus, also den sogenannten Schwerpunkt. Und zwar so, bis das, was wir im Fokus haben wollen, auch im Fokus ist. Und können uns das Overlay einmal ausblenden mit der Taste F und können dann hier ein paar schöne Screenshots machen. Also zum Beispiel so, hier einen von der Seite. Herrlich. Vielleicht auch noch einmal so von vorne. So vielleicht. Auch das sieht hübsch aus, ne? Also wirklich eine tolle, tolle Lok, tolle Zugkombination hier, beziehungsweise hier Wagen und Lok zusammen sehen wirklich ganz, ganz toll aus. Können wir noch so ein Foto machen? Und ja, ich würde sagen, das reicht jetzt auch mit den Fotos. Wir warten noch die 2, 3 Minuten ab. Achso, Türen geben wir noch mal links frei, weil die jetzt zu sind. Könnt ihr ruhig aufmachen. So, also Link zum Szenario und zum Repaint, beides in der Videobeschreibung. Wie gesagt, Szenario von Tom Fresco. Repaint von Cat Gaming. Also es macht schon unglaublich viel Spaß, muss ich sagen, hier mit dem Vectron. Ja, jetzt gibt es auch mittlerweile, gab es jetzt auch den Fix, dass eigentlich alle DLCs, die man hatte, verfügbar sein sollen. Ich glaube, kleine Ausnahmen gibt es immer noch. Aber jetzt haben wir halt endlich auch die Intercity-Wagen wieder im Spiel und das ist schon toll.
Ja, also kriegt man eigentlich nicht genug von, würde ich sagen. Immer ein absolut toller Anblick, oder? Dieser gesamte Zugverband. Unsere Lok hier von Siemens. Wir sehen auch hier entsprechend das Branding von Siemens. Ich bin mir nicht ganz sicher, von wem die Wagen stammen. Ich glaube, die sind noch aus TSW 3 Zeiten, würde ich behaupten, oder aus TSW 2 Zeiten sogar. Ich bin mir da nicht ganz sicher, aber ich glaube, die sind schon ein bisschen älter. Aber ja, Minütchen haben wir noch. Ja, Eurocity. Okay, hier steht interessanterweise zu Fuß. Interessant, okay. Das kann ich euch gar nicht. Ich glaube, Eurocity 173 war es, ne? Müsste eigentlich. Ja. Da vorne sehen wir schon die Brücken, die befahren wir gleich. Einmal die blaue und daneben die graue. Hier das Stellwerk von Riesa. Und unser Signal ist noch nicht umgesprungen. Da warten wir mal drauf. Ja, der Eurocity, den wir fahren, das ist der Eurocity Hungaria. Auf diesen Namen hört dieser Zug hier, dieser Zugverbund in diesem Fall. So, okay. Signal kündigt uns auf jeden Fall noch einen Halt an. Aber damit werden wir leben. So. Und wir fahren ab. Nein, tun wir nicht. Weil die Türen noch auf sind. Ganz großer Fehler. So, Türen sollte man schon schließen. So. Jetzt fahren wir ab. Signal ist mittlerweile grün. Hervorragend. Bremsen lösen sich. Und wir fahren los. Ausfahrt mit 80. Das heißt, wir befreien uns auch, weil wir jetzt auch keine Beeinflussung erwarten in Kürze. Stellen die AFB schon mal auf die 80. Bestätigen. Ab hier gelten 120. Wir können auch mal den Zuglängenmesser benutzen. Doppelt drauf gedrückt und hier seht ihr es, der Zuglängenmesser. Wir sind ungefähr 300 Meter lang. Und sobald das abgelaufen ist, können wir dann auf die entsprechenden 120 umstellen. Hervorragend. So. Einmal eingestellt, die 120. Und let's go. Ach, ist das schön. Hier mit der überarbeiteten Beleuchtung, beziehungsweise mit den Belichtungsverhältnissen auf Dresden-Riesa, mit dem Vectron, mit Intercity, beziehungsweise Eurocity-Wagen hinten dran. Hier diese etwas herbstliche Stimmung. Das Wetter ist ganz gut. Das ist doch insgesamt wirklich, wirklich eine schöne Stimmung jetzt gerade hier im Spiel. Oder? Also da muss ich doch noch mal ganz kurz an dieser Stelle ein Foto machen. Entschuldigt, dass ich das so oft mache im Video, aber wo ist unser Zug? Da ist unser Zug. Es sieht halt einfach toll aus, dass ich kann es nicht ganz lassen, muss ich zugeben, mit dem Fotos machen. Das ist halt echt ein Hobby. Jetzt mache ich aber wirklich auch die letzten jetzt. Also gut, ich will es nicht versprechen, aber danach konzentrieren wir uns auf Fahren. Versprochen. Lass mich nur noch mal hier ein, zwei Fotos machen. Irgendwas davon dann als Thumbnail benutzen. Sehr schön. So, auf geht's.
Ja, wir haben dann jetzt einen planmäßigen Halt, und zwar Dresden-Neustadt. Und danach halten wir in Dresden Hauptbahnhof. Unser Zug kommt von Berlin-Südkreuz aus, beziehungsweise von Berlin Hauptbahnhof Tief, da ist er losgefahren. Und wir haben jetzt hier in Riesa einen kleinen Halt gehabt, nicht zum Fahrgastwechsel, deshalb hätte ich die Türen auch gar nicht aufmachen müssen, sondern einfach nur, weil das Zugpersonal gewechselt hat. Nächster Halt nach Dresden Hauptbahnhof ist dann übrigens Bad Schandau, was ungefähr so 40 Kilometer entfernt ist. Irgendwo da kommt was entgegen. Hallo. Hervorragend. Danach sind wir schon in Ticino. Na, wobei, ich glaube, der Eurocity Hungaria, Moment mal, da habe ich, glaube ich, was Falsches erzählt. Das ist, glaube ich, nicht der Eurocity Hungaria, den wir fahren, weil der ja nur also der Eurocity, den wir fahren, der fährt ja bis Prag. Und der Eurocity Hungaria fährt allerdings bis nach Budapest. Eine übrigens wunderschöne Stadt, die ich absolut jedem mal ans Herz legen kann, diese Stadt mal zu besuchen. Nee, dann ist das ein anderer Taufname allerdings, der Eurocity, den wir heute hier fahren. Mal in voller Länge. Hervorragend. Da einmal Hauptschalter raus. Und dann können wir den Hauptschalter wieder reinmachen. So. Also da, hier diese Trennstelle, durch die wir gerade gefahren sind, die gab es halt in der TSV3-Version der Strecke definitiv nicht. Da bin ich mir sehr sicher. Ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, dass das hier in diesem Sinne neu ist, in Anführungszeichen. Also dass das hier mit dem Patch, den es für TSV4 dann gab, dann auch neu ins Spiel reingekommen ist. Ich würde ehrlicherweise gerne es noch ein bisschen was an den Lichtverhältnissen noch ändern. Ja, nee, das nicht. Ah. So vielleicht. Wobei. Nee, das fand ich vorher schöner. So ist ein bisschen kontrastreicher. So ist besser. Noch ein bisschen mehr Bewölkung. Das ist schön. Natürlich Godbout wie immer am Start. Ne? Gar keine Frage. Grüße gehen raus an meinen guten Freund, den Fubian, der die Mod gebaut hat. Natürlich nur für den PC. Aber klappt auch schon für TSW4. Also, wer von euch TSW4 auf dem PC spielt, das ist definitiv ein Must-Have, die God-Mode. Ich würde gerne mal so eine Vorbeifahrt machen. Aber das klappt besser in geraden Stellen und nicht. Na toll. Jetzt bin ich gegen eine Wand geflogen. Hier ist es schön gerade, oder? Einmal ganz kurz an den Zug hier vorbeigeflogen.
Dann können wir mal hier so eine schöne Vorbeifahrt machen. Sagen wir mal, hier ist, glaube ich, ganz gut. Und ab hier dann 130. Ja, wobei, Leistung nochmal kurz zurück. Weil wir noch warten, bis der ganze Zug einmal an der Tafel vorbeigefahren ist. Und jetzt können wir Leistung aufschalten. Also das Horn hört sich wirklich toll an, ne? Ganz ehrlich. Richtig gut gemacht. Drei erste Klasse Wagen. Vectron, erste Klasse. Erste Klasse, erste Klasse und der Rest sind zweite Klasse Großraumwagen. Also wirklich eine ganz, ganz schöne Zugkombination hier. Da vorne kommt noch ein Regionalexpress. Nummer 143. Und Dostos. 143er Soundmod vom Justus auch mit dabei. Wird nochmal in einem gesonderten Video dezidiert vorgestellt. Auch schon in dem Stream vorgestellt, aber dazu gibt es auch nochmal ein Video in Kürze. Auch schön hier von, das gibt es schon seit TSW3, die volumetrischen Wolken. Wir durchfahren gerade eine Wolke, befinden uns also gerade im Schatten einer Wolke und aus der treten wir jetzt gerade aus. Da, die Wolke. Also man sieht da richtig, wie man praktisch hier an der Wolke vorbeifährt. Wir dürfen 160 fahren. Dann schalten wir einmal Leistung auf. Ja, also es gab zum Launch von TSW 4 ein paar Probleme, was so die alten DLCs anging. Dass die nicht sofort alle da waren, dass es auch recht lang gedauert hat an dem Abend, bis das freigeschaltet wurde. Also zumindest bei Steam gab es halt die Probleme. Die Probleme, die da hauptsächlich seitens Valve Corporations aufgetaucht sind, also ne, die Leute, die das Steam betreiben, die haben da ein bisschen länger gebraucht, um da die alten TSW 3 und 2 und 1 DLCs dann auch freizuschalten für die Leute, die TSW 4 besitzen. Das muss mehr oder weniger händisch, manuell geschehen und das hat halt einfach ein bisschen länger gedauert, leider. Mittlerweile sollten die Probleme mehr oder weniger alle behoben sein, glaube ich. Also ich habe jetzt nicht nochmal bei mir nachgeguckt, ob bei mir noch irgendwas fehlt an DLCs, aber ich glaube, ich habe alle. Zumindest ist mir jetzt ad hoc nichts aufgefallen, aber ich habe das auch ehrlich gesagt noch nicht so richtig konkret gegengeprüft, aber es müsste jetzt eigentlich alles da sein. Und selbst wenn da noch irgendwas fehlen sollte, das wird auf jeden Fall noch kommen. Also nochmal der Aufruf an alle, die den vielleicht immer noch zum Zeitpunkt, wo sie sich jetzt dieses Video angucken, irgendein DLC fehlt, was man schon vorher aber mal gekauft hat für TSW 2 oder TSW 3.
da einfach bitte noch ein bisschen gedulden und auf keinen Fall bitte irgendwelche DLCs neu kaufen. Also wirklich, das ist das Letzte, was ihr machen solltet. Irgendetwas zweimal kaufen. Das soll nicht passieren, sondern eure DLCs, die gehören euch, die habt ihr schon mal gekauft, die müsst ihr nicht nochmal kaufen. Dementsprechend habt da bitte ein bisschen Geduld, wenn bei euch immer noch irgendwas fehlt, das wird noch funktionieren. Definitiv. Ja. Ansonsten, was gibt's sonst noch so Neues? Aus der Modding-Community habe ich jetzt bisher noch nicht so viel für euch Neues berichten können. Der Editor ist ja gerade erst seit wenigen Tagen draußen. Man versucht sich überhaupt gerade noch da erstmal, entschuldigt dieses Boomer-Wort, erstmal da reinzufuchsen. Das ist, glaube ich, eher nur etwas, was Boomer sagen, ne? Ich habe das irgendwo schon mal gehört. In irgendeinem Podcast hat das jemand auch schon mal gesagt. Aber wenn es da mal was Neues geben sollte und ich weiß, dass da einiges in Arbeit ist oder zumindest einiges geplant ist, was da dann irgendwann mal veröffentlicht wird, werdet ihr es natürlich von mir erfahren. Also ich habe ja schon mal vor Ewigkeiten über die Baureihe 152 geredet und über, gut, den Vectron. Der Vectron wird jetzt nicht kommen als Mod, weil das gibt es jetzt als offizielles DLC. Also ist das Projekt in diesem Sinne eingestampft, aber der gute Fowley, der hatte ja auch noch zum Beispiel die Baureihe 152 in Arbeit, die schon sehr weit fortgeschritten war. Und aber auch beispielsweise, was er schon mal angekündigt hat in einem Discord-Forum, im Transom Community Discord, hat er gesagt, dass er gerne einen französischen Regionalzug bauen würde mit der Lok BB, weiß ich nicht, ich glaube 2000 irgendwas oder so. Ich kenne mich mit den französischen Loknummern nicht aus, auf jeden Fall. Sieht so ein bisschen aus wie so ein deutsches Krokodil, von der Bauform her. Also wenn ihr französische Loks kennt, dann wisst ihr schon sicher, welcher das ist. Da kommt der Gegenzug im Eurocity. Sehr schön. Genau, ne? Also wenn da was ist, dann sage ich euch natürlich Bescheid, wenn es dann neue News gibt. Neue News, das ist auch eine Doppelung. Aber aktuell ist da halt noch nichts veröffentlicht, großartig, seit TSW 4. Es wird, glaube ich, erstmal auch vor allen Dingen versucht, dass alte Mods wieder laufen, die halt vorher schon existierten. Ja, 143er Soundmod, das hat ja anscheinend funktioniert. Das ist sehr schön. Da gab es auch jede Menge andere Soundmods. Zum Beispiel für den ICE 1 und für die Baureihe 101, von denen ich halt sehr hoffe, dass da auch die Enhancement Packs wieder funktionieren. Das wäre schon sehr, sehr gut, weil man hat sich dann doch an diesen extrem guten Sound gewöhnt. Ja, 401 und 101 haben beide einen annehmbaren Sound im TSW, also Vanilla. Aber wenn man dann doch nochmal die enhanced Version hört, dann merkt man doch schon einen deutlichen Unterschied und es klingt einfach so viel besser. Dementsprechend, eigentlich möchte man diese Mods nicht missen und da hoffe ich sehr, dass da die ModderInnen dahinter kommen, wie sie es schaffen, diese Mods da für den TSW 4 zum Laufen zu bekommen. Aber wenn es was gibt, dann halte ich euch, wie gesagt, auf dem Laufenden. Diejenigen von euch, es gibt ja einige, die warten vielleicht eher nur so auf den Vectron als Einzel-DLC, weil nicht jeder von euch sich jetzt sicherlich die Deluxe-Version gekauft hat von TSW 4. Ende Oktober kommt der, glaube ich, raus für den TSW 4.
als gesondertes DLC. Und ja, also ihr seht es bestimmt selbst auch schon, die Lok ist wirklich, wirklich toll. Sie macht wirklich viel Spaß. Da könnte ich gar nicht so lange drauf verzichten, ehrlicherweise. Da würde es mir so sehr in den Fingern brennen, dass ich, glaube ich, trotzdem mir die Deluxe-Version geholt hätte. Ja. Es gibt ja auch schon jede Menge Repaints. Wir fahren ja gerade einen Repaint des Vectrons. Und da kommen auch noch sehr viele sehr schöne Repaints, das ist mir aufgefallen. Also hier beim Vectron gibt es einige, die haben wirklich schöne Repaints erstellt. Und normalerweise ist das echt eine Handvoll von Leuten, die es wirklich drauf haben, echt detaillierte und sehr realistische Repaints zu erstellen. Und hier ist es aber wirklich der Fall, dass da echt viele Leute wirklich gut das gut hinbekommen haben. So, ich hoffe, wir kriegen das mit der E-Bremse alleine hin. Wobei ich ein bisschen doch die Luftdruckbremse mit dazu benutze, die Zugbremse. Okay, das war der Geschwindigkeitsprüfabschnitt, der mich mal wieder hier abgeschossen hat an dieser Stelle. Wie immer. Aber das ist, glaube ich, die erste Zwangsbremsung, die wir hatten im Vectron, oder? Ich glaube, wir hatten vorher keine Zwangsbremsung. So, Kombi Bill of aus. Bisschen Leistung aufschalten, damit die AFB-Halterbremse sich auch löst. Dabei brauchen wir gar nicht. So, die Bremse. Ja, doch. Doch, doch, doch. Bremse löst dich. So, und wir schalten Leistung auf. Und fahren los. Schauen wir mal, ob wir überwacht werden. Nö, sieht gut aus. 130 dürfen wir fahren, aber danach dürfen wir eh wieder 160 fahren. Von daher lassen wir einfach die 160 auf der AFB. So schnell werden wir jetzt eh nicht beschleunigen. Wir wollen jetzt nicht so viel Zugkraft hinzugeben, dass wir den Zug hier komplett auseinanderreißen. Sehr schön. Ich würde gerne mal ganz kurz einmal in die Einstellung springen, weil ich mal mir eben die Einstellung der Maussensitivität angucken möchte. Das wäre, glaube ich, Steuerung hier, Mausempfindlichkeit, und die würde ich gerne mal ein bisschen runterstellen. Auf so, also vielleicht. So können wir vielleicht etwas besser hin und her schwenken, ja. Ja, schon ein bisschen besser. Wobei, stellen wir es nochmals. Entschuldige. Wo war es noch gleich? Steuerung, ja. Stimmen wir es mal runter auf 1. Ja, das gefällt mir schon deutlich besser. Dass wir nicht mehr diese ruckartigen Bewegungen haben, sondern dass das Ganze ein bisschen smoother ist. Ja, definitiv.
hier in Zitschewig. Klingt auch irgendwie lustig, ne? Zitschewig. Bisschen Leistung noch aufschalten. Achso, wir dürfen nur 130 fahren. Dann machen wir das auch. Ah, nee, doch nicht. Wir dürfen 160 fahren. Dann ist ja gut. Dann können wir noch weiter beschleunigen. So 10 Kilometer noch, bis wir in Dresden Hauptbahnhof sind. Das heißt also noch, ja, was denn, ich glaube zwischen Dresden Hauptbahnhof und Dresden Neustadt müssten es ungefähr 4 Kilometer sein. Das heißt also in rund 5,5 Kilometern müssen wir anhalten. Also 160 sind erreicht. Nicht Vmax des Zuges, Vmax wären 200. Wir haben eine kleine Parallelfahrt, herrlich. Hier übrigens der Schmalspurbahnhof von Radebeul. Radebeul Ost mit der Schmalspurbahn, die hier verläuft. Die Gleise führen auch, glaube ich, noch eine ganze Zeit lang hier parallel zu uns. So, gleich sind wir auch schon in Neustadt. Steht für Neustadt, denke ich mal. So, ich habe mal... Ich fange jetzt schon mal ein bisschen an, die E-Bremse reinzuhauen. Da können wir noch ein bisschen E-Bremskraft zurückspeisen. Beziehungsweise nicht E-Bremskraft zurückspeisen, sondern halt eben Energie zurückspeisen. Weil dann die Fahrmotoren mehr oder weniger ja, umgepolt werden, wenn wir die E-Bremse benutzen. Und gucken, dass wir ganz smooth idealerweise mit der E-Bremse auch zum Halten kommen. Das ist die Ankündigung für 80. Dann nehmen wir auch dazu noch ein bisschen die Zugbremse, damit wir keine, nicht schon wieder eine Zwangse bekommen. So, unter 85 sind wir. 80 haben wir auch erreicht. Und der Talent hier muss auf uns warten. So, 1000 Hertz Beeinflussung ist aus, dann können wir uns auch befreien. Da kommt uns nur 101 entgegen, sehr schön mit Intercity-Wagen. Leider ohne Steuerwagen. Habe ich heute noch in Realität gesehen, eine 101 mit Steuerwagen hinten dran. Herrlich. So.
So, 146 hier vorne. Muss warten, bis die Einfahrt bekommt. Wir dürfen schon mal drüber herfahren. Oder dann vorbei. Und da hinter der Kurve erstreckt sich dann auch schon der Bahnhof von Neustadt. Schauen wir mal, dass wir mit 60 am Bahnsteigsanfang sind. Meine Damen und Herren, der Aufstieg in Dresden-Neustadt befindet sich in Fahrtrichtung rechts. So, E-Bremse voll reingauen. Bei minus 100% sind wir und den Rest werden wir dann mit der Zugbremse dann nachsteuern. Die waren aber gefährlich nah am Bahnsteigsrand. Halt für 210 Meter und das, gut, dann halten wir hier vorne. So. Das ist ja mal ein perfekter Halt, würde ich sagen. Hier in Neustadt. Ist hier sonst noch irgendwas unterwegs? Können wir uns ganz kurz mal mit der Kamera hier mal wieder umschauen. Sorry, ja, ich habe gesagt, dass wir mit der Kamera nicht mehr rumspielen, aber es macht so viel Spaß. Ja, einmal hier ein Talent, wo man nicht einsteigen soll. Ja, sonst ist hier gerade nicht so viel los. Aber ja, hier sind wir in Dresden-Neustadt. Mit unseren wundervollen Eurocity-Wagen. Ja, sieht schon hübsch aus. Bisschen tiefer. Ist auch ein schönes Bild. Okay. Dann Abfahrt haben wir ja schon. Ich würde sagen, das ist nur so ein kurzer An- und Abstieg oder Ausstieg. Wir schließen die Türen wieder. Hervorragend. Und fahren los. Nee, nicht Zuglänge. So, V-Sollsteller gehen wir mal auf 80. Bisschen komische Texturfarbe gerade hier, aber es liegt, glaube ich, an irgendeiner Beleuchtungssache. Ja, und jetzt ist es wieder normal. Ich habe gar nicht gesehen, was auf dem Signal stand. Aber anscheinend nichts, das wir bestätigen müssen. Und unser nächster und für heute letzter Halt ist dann Dresden Hauptbahnhof auf Gleis 3. Da kommt uns auch noch wieder was entgegen. Zwei Dostos. Und 143. Ja, jetzt wird es wieder ein bisschen Performance schwächer hier im Großraum Dresden. Das kennen wir. Talent kommt uns auch entgegen. Hallo. Obligatorischer Blick in Richtung Altstadt entlang der Elbe. Geht gar nicht anders. Vorbei an dieser, ich glaube, das ist eine Zigarrenfabrik. Oder war eine. Ich weiß nicht, ob es immer noch eine ist. Zigarren, Zigaretten, irgendwie sowas. So, die Weiche recht schnell mit 80, sehr sportlich.
So, und Ankündigung auf 60. Machen wir mit der E-Bremse. Sind eh schon unterhalb der 80. Beziehungsweise 85. Das heißt also, eine Beeinflussung, eine Zwangsbremsung durch die Beeinflussung werden wir nicht fürchten. So, kann auch schon auslösen. 60 sind erreicht. Das ist aber ein schöner Zug hier. Zugbeeinflussung. Gemischtwarenladen. Vorsignal Wiederholer. Bestätigen wir natürlich auch. Und ab hier gelten die 60. Und wir befreien uns. Zugbeeinflussung. Na, wobei wir vielleicht eine Beeinflussung auch in Kürze erwarten könnten. Aber ich glaube nicht. Der hat Ankündigung auf 40 hier. Der fährt aber auch unten in den Bereich rein, wo halt eben die Kopfgleise sind. Wir fahren oben, da wo die Fernverkehrszüge und auch teilweise die Regionalzüge da eben halt durchfahren. Und wir bestätigen, haben halt zu erwarten. Fürs erste Mal heute übrigens. Keine parallele Einfahrt hier. So, lösen noch mal ein bisschen aus. Haben hier vorne, da steht was an Dostos, 103, nee, 146 erkenne ich da. Und noch mal 146. Und da ist auch noch mal ein Dosto, der nach Dresden fährt. So, wir halten hier an. Und ja, fahren noch ein ganzes Stück vor. Schön hier im Dresdner Hauptbahnhof. 146 in dem VVO Repaint hier. Habe übrigens ich damals erstellt. So, halt. Zugbeeinflussung. Zu erwarten, bestätigen wir natürlich wieder und da vorne ist das Signal. Ja, der letzte Wagen ist jetzt auch am Bahnsteig, dann können wir langsam die Bremsung einleiten. So, das akzeptiert der TSW hervorragend. Das ist dann immer so eine Sache. Ja, hier fahren in Realität, glaube ich, auch Straßenbahnen lang, ne? Ja. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen bei diesem Video hier. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Alles Gute, alles Liebe, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.